Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute wieder die Freude und Ehre, einen Herrn aus Bolivien heute zugeschaltet zu haben. Es ist niemand geringerer als ein Arzt über 40 Jahre. Er ist auch Physiker, er ist Wissenschaftler, er ist ein Bestseller-Buchautor mit mehreren Büchern und jetzt ist er da bei mir im Studio indirekt. Ganz herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Karl Probst. Ganz herzlich willkommen bei uns. Ja, danke für die Einladung, Herr Gock. Ich freue mich, da zu sein. Sehr nett, sehr nett. Herzlichen Dank. Wir hatten kürzlich darüber geredet, über diese Urernährung, ja, nämlich über Algen, und wir haben über Pilze gesprochen, wie da drin noch sehr vieles enthalten ist, was in vielen anderen Nahrungsmitteln nicht mehr da ist. Und darauf aufbauend haben Sie mir dann gesagt, dass Fasten oder einfach der generelle Verzicht von tierischen Proteinen und Eiweißen sehr stark gesundheitsförderlich sind. Und jetzt kommt einfach noch meine Frage, wenn man ja diese Ernährungsweise ändern will, von sei es Vegetarier, Vegan oder Rohköstler, dann höre ich immer wieder, dass die Gefahr groß ist, irgendwelche Mängelerscheinungen zu bekommen. Auf was müssen wir denn achten, wenn wir unsere Ernährung in eine dieser Richtungen ändern würden? Also Ein problematischer Stoff kann das Vitamin B12 sein. Alle anderen, zumindest nach herrschender wissenschaftlicher Auffassung, kann der Körper selber synthetisieren. Das Vitamin B12, nach heutigem Wissensstand, wird nur von Mikroorganismen gebildet. Also entweder zum Beispiel hochspannend, wir hatten ja neulich auch über die Algen, speziell über die Makroalge, über die Braunalge, die Ascophyllum nodosum gesprochen. Ja. Die Makroalge Ascophyllum nodosum kann auch Vitamin B12 synthetisieren. Das heißt, wenn Sie Algen nehmen, haben Sie einen ausgeglichenen B12-Haushalt. Das wäre das eine. Ja. Aber ansonsten müssen wir es von außen zuführen, weil, oder über zum Beispiel ungewaschenes Obst, ungewaschenes Gemüse, da kommt dann über die Mikroorganismen genügend Vitamin B12 dazu. Oder aber eben, das ist ja das, wo dann immer die Fleischindustrie argumentiert, die Tiere, die fressen halt eben sehr viele ungewaschene Gemüse und was auch immer, dann akkumuliert im tierischen Organismus, also im Fleisch, genügend Vitamin B12. Und den Vegetariern wird immer Angst gemacht wegen dem Vitamin B12. Mangel. Wobei man sagen muss, also der Normgehalt ist zwischen 200 bis 800 oder sogar bis 1000 Nanogramm, zwischen 200 und 1000 Nanogramm pro Milliliter, das wäre der normale Vitamin B12-Gehalt. Und was auch neuere wissenschaftliche Studien zeigen, das freie, verfügbare Vitamin B12 kann tatsächlich innerhalb von wenigen Wochen, das ist jetzt erst im letzten Jahr eine brandneue Studie erschienen, innerhalb von 4 Wochen sinkt bereits das frei verfügbare Vitamin B12 um 35%. Also wir sollten den Vitamin B12-Spiegel schon etwas vor Augen haben. Vor allem deswegen, weil ja, und das ist mir auch aufgefallen in diesen 40 Jahren, in denen ich jetzt so arbeite, dass immer jüngere Menschen zum Beispiel Müdigkeitssyndrom haben, Stimmungsschwankungen, Depressivität, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl oder bei den älteren Leuten diese Demenz, diese Altersdemenz, das sind sehr häufig verdeckte Vitamin B12-Mangelzustände. Also man sollte eigentlich bei all diesen Erkrankungen, und das ist ja heute schon, kann man sagen, Müdigkeitssyndrom ist ja eine Volkskrankheit inzwischen geworden. Man sollte bei all diesen Zuständen daran denken, ob der Vitamin B12-Gehalt wohl stimmt. Und das war ja auch der Hintergrund dafür, dass wir jetzt nach jahrelanger Forschung, kann man sagen, eben ein eigenes Präparat entwickelt haben, wo dann eben diese ganzen verschiedenen B-Komplexe enthalten sind, speziell auch Vitamin B12, um eben eine sichere Basisversorgung mit diesem entscheidenden Vitamin zu haben. Und die Rückmeldung, die jetzt da von den Benutzern, von den Konsumenten kommen, die sind außerordentlich vielversprechend. Sind denn die außerordentlich positiv? Die Menschen, die aber heute Fleisch konsumieren, sagen wir mal 2-3 Mal in der Woche, haben die dann genügend Vitamin B12? Ja, das meine ich ja eben. Das ist genau das, um gar nicht in diese Diskussion einzutreten.
Vor allem, weil ja diese Hypnose, möchte ich fast sagen, oder diese Manipulation, nicht gerade bei den Veganern, bei den Vegetariern, dass man sagt, oje, sie haben einen B12-Mangel. Deswegen haben wir das so konzipiert, dieses Mittel. Sie nehmen ganz stur jeden Tag eine Kapsel, dann haben sie nicht zu wenig Vitaminen, vor allem Vitamin B12, aber auch nicht zu viel. Denn es sind mehrere Studien, 2017, 2019 erschienen, große multizentrische Studien, die bewiesen haben, wenn man mehr als 50 Mikrogramm B12 pro Tag zuführt, dass dann die Krebshäufigkeit dramatisch nach oben geht. Also ein hochspannender Befund, mehrfach eben validiert durch verschiedene Studien. Mhm. Also man kann von beiden Seiten vom Pferd runterfahren. Man kann zu wenig haben, was sicherlich ein Problem ist, aber ebenso problematisch, man kann auch zu viel haben. Und das haben wir mit unserem, und leider muss man sagen, die meisten, die hauen dann vielleicht den 100- oder sogar einen 1000-fachen Wert rein. Und wie gesagt, das ist nicht unproblematisch. Man muss wirklich den Mittelweg gehen, nicht zu viel, nicht zu wenig, sodass man dann dieses Thema endlich mal ad acta legen kann. Ich weiß, dass mein B12 und meine überhaupt mein Vitamin-B-Status, dass der in Ordnung ist. Ich bin noch nicht ganz glücklich und noch nicht ganz alles begriffen. Was sind die Folgen, wenn jemand B12-Mangel hat? Wie weiß unser Zuschauer zu Hause, ob er einen B12-Mangel hat? Oder wie merkt man, dass man zu viel hätte? Ja, eben. Sie merken das zum Beispiel, Stimmung, Parästhesien, das ist das häufigste Symptom. Nicht? Die Fußsohlen, die sind so komisch, kribbelig. Die Hände schlafen ein, sind kribbelig. Stimmungsschwankungen, Depressivität. Und vor allem ein Leitsymptom ist eben die Müdigkeit. Und das wäre schon mal ein Hinweis, dass man eben sagt, okay, ich gehe mal zum Doktor, lass das Blut nehmen. Und man kann den Vitamin B12-Spiegel im Blut kann man bestimmen. Und der sollte eben zwischen 200 Nanogramm bis 1000 Nanogramm pro Milliliter liegen. Jetzt die nächste Frage. Und dann weiß man, jawohl, da ist es in Ordnung. Ich möchte nochmals auf die Fleischesser eingehen. Wenn die Leute zwei- oder dreimal in der Woche wirklich Fleisch essen sollten, weil sie einfach das wollen, haben sie dann nicht die Gefahr, dass sie einen zu geringen B12-Pegel haben, sondern deren wird wahrscheinlich gut sein, oder? Also sagen wir mal so, wie gesagt, also die Halbwertszeit, das ist das Entscheidende. Die Halbwertszeit, die liegt etwa bei 1,5 Jahren. Also wenn wir jetzt überhaupt kein Vitamin B12 mehr zuführen würden, ja, dann dauert das etwa ein halbes Jahr, etwa 18 Monate, dann ist nur noch die Hälfte des Vitamin B12 im Organismus vorhanden. Dementsprechend nach nochmal 1,5 Jahren, also nach 3 Jahren, haben wir noch ein Viertel und so weiter. Und wegen dieser enormen therapeutischen Breite kann das eben jahrelang, man könnte schätzen 5 bis 8 Jahre dauern, bis überhaupt klinisch ein Mangel beobachtbar wäre. Ich habe in meinem Newsletter, den ich jedem auch ans Herz lesen kann, ein kostenloser Newsletter, in meinem letzten Newsletter habe ich darüber auch geschrieben, habe da auch einige praktische Beispiele gegeben. Also gut erinnerlich ist mir ein Lehrer-Ehepaar, die kamen mit einem 18 Jahre alten Säugling, also die waren Veganer, schon viele Jahre Veganer, und dann haben die beiden ein Kind bekommen. Und dieses Kind mit 18 Monaten kam die mit diesem Säugling, das lag da vollkommen regungslos wie ein Neugeborenes, konnte sich überhaupt nicht bewegen, konnte sich nicht umdrehen von dem Rücken auf den Bauch, konnte gar nichts. Also ein hochgradiger B12-Mangel, ja. Da habe ich natürlich dann gleich eine B12-Spritze gegeben dem Säugling, und es ist dann zum Glück auch gut gegangen. Das ist sehr problematisch, weil natürlich damit die Gehirnausreifung, also das Nervensystem, ist geschädigt. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn das noch ein paar Monate weitergeht, dann kann es tatsächlich irreversible Schäden auf zentral nervöser Ebene geben. Also es ist damit nicht zu spaßen. Also was ich sagen will, das war eine Familie, die waren 10 Jahre lang schon Veganer, waren sogar Rohköstler. Ja, ich war ja mit Helmut Brandmarker und Franz Konz war ich ja der Begründer der deutschen Rohkostszene, und die waren sogar Anhänger von dieser Bewegung. Also es kann tatsächlich in solchen Extremfällen wirklich mal zu einem Mangel kommen, einem echten B12-Mangel. Aber ansonsten habe ich das nie gesehen.
Oder vielleicht doch eine Dame auch, eine Patientin, aber eben wesentlich, die hatte dann eben diese typische rote Zunge und solche Sachen. Also man sieht das dann auch als normaler Mensch, fällt einem das auf, auch die Parästhesien und solche Sachen. Also eigentlich sollte man nicht in einen manifesten B12-Mangel hineinrutschen. Gibt es genügend Symptome, Kopfschmerzen zum Beispiel, ist ein sehr häufiges Symptom. Ja. Kopfschmerzen, wenn die anhalten, mehrere Tage, mehrere Wochen, dann sollte man halt wirklich gucken, könnte auch B12-Mangel sein, durchaus. Vor allem, wenn man vegan lebt oder vielleicht nur einmal im Monat Fleisch isst. Also ich habe mehrere Patienten, die hatten Widerwillen gegen Fleisch, aber es könnte sein, da sollte man gucken. Habe ich zwar nie Schwierigkeiten gehabt, aber man sollte dann zumindest an diese Option denken, einen B12-Mangel vorliegen zu haben. Und die Leute, die sagen, okay, ich steige jetzt wirklich um, ich mache jetzt auf Rohkost oder auf vegan oder auf Vegetarier, die sollten vielleicht jetzt mal anfangen und in 2 Jahren mal einen Bluttest machen, damit man dann wirklich weiß, wie hoch... Absolut. Ja, oder alle Jahre wieder, einmal im Jahr, das kostet auch nicht sehr viel und dürfte sogar von den Krankenkassen übernommen werden. Ich höre ja viel von diesem B12, aber ich höre auch immer wieder etwas über B6 und ich höre immer wieder etwas über den B-Komplex. Eine Zeit lang hatten wir auch Leute hier, die haben Spritzen gekauft und haben alle Monate sich einen B-Komplex-Spritze gegeben. Inwiefern ist denn jetzt nur das B12 relevant für unsere Gesundheit? Nein, absolut. Es ist also ein Zusammenspiel, zum Beispiel gerade B12 mit der Folsäure ist ein ganz wichtiges Element, ist so ein Kreislauf. Also das B12 ist ja ein Methylgruppendonator in Verbindung gerade mit der Folsäure. Also mit diesen Methylgruppen, also diese CH3-Gruppe, die da rangehängt wird, ist ganz wichtig eben für die Hormonbildung, für die Entgiftung, für Detox. Ach ja, da habe ich übrigens neulich, gerade vor wenigen, habe ich mir extra noch hier rausgesucht. Und zwar in Nature, das ist ja ein ganz bekanntes wissenschaftliches Journal, so eine Wochenzeitschrift, nur sehr viele solche Abstrakte, so Kurzfassungen kommen. Später wird es ja dann entfaltet in den großen Zeitschriften. Und da hat ein ganz bekannter Krebs, also vielleicht muss ich zur Geschichte etwas erzählen. Also gerade CH3-Entgiftung eben mit der Folsäure, auch Vitamin B7, das Biotin ist ganz wichtig. Und vielleicht zu der wissenschaftlichen Diskussion, die schon seit vielen Jahrzehnten wogt. Also die Naturheilkunde behauptet ja die ganze Zeit, es gäbe so etwas wie Schlacken. Also irgendwelche Vergiftungen durch die Umweltgifte und so weiter. Und deswegen kommt es zu degenerativen Erkrankungen. Also der Organismus funktioniert nicht mehr so gut. Und schließlich kann auch Krebs entwickeln. Und das wurde ja immer vehement von der sogenannten Schulwissenschaft, von der Schulmedizin geleugnet. Da wurde gesagt, nein, je älter wir werden, deswegen ab dem 65. Lebensjahr, gibt es ja sehr viele Statistiken, ab dem 65. Lebensjahr steigt ja die Krebshäufigkeit dramatisch an. Das kommt daher, weil wir mit zunehmendem Alter kann der Körper nicht mehr richtig den genetischen Code entschlüsseln und dann kommt es zu Fehlablesungen und das ist dann die Ursache für Krebs. Und jetzt zum ersten Mal John Blennis, der ist in New York ein ganz bekannter Onkologe, habe ich das am 19. August diesen Jahres, vor wenigen Wochen also, ist zum ersten Mal von schulmedizinischer Seite darauf hingewiesen worden, dass eben Verschlackungen auch Krebs auslösen können. Und gerade die sogenannte Methylmalonsäure, da kommen wir wieder zum B12 und der Folsäure, dieser komische Kreislauf der Regeneration, also dieser CH3-Gruppen, also dieser Methylgruppendonator, das ist diese Methylmalonsäure. Da wird ein Überschuss an Methylmalonsäure gebildet, also an Schlacken, und die können dann den Krebs auslösen. Also wie gesagt, zum ersten Mal muss das nicht ein Naturheilkundler sagen, sondern ein Schulwissenschaftler kommt jetzt auch langsam darauf, aha, die Verschlackung ist real, es gibt wirklich Schlacken und die Verschlackung ist sehr, sehr problematisch. Wir müssen was gegen Verschlackung tun. Zum Beispiel, indem wir den B12-Haushalt regulieren, zum Beispiel, indem wir entgiften.
zum Beispiel mit den Algen und mit den Vitalpilzen. Also so schließt sich der Kreis. Man kann ja eigentlich nur still lächeln in sich hinein, sich amüsieren, wenn man so sieht, wie dann natürlich ohne zuzugeben, sie haben einen Bock geschossen, aber jetzt kommen die, ja, wie gesagt, das war also eine Autorität, eine große Studie mit, ich glaube, 21, 22 Autoren, von der, also multizentrische Studie, aus der ganzen Welt kommen da die Autoren. Der Titel lautet Age-Induced Accumulation of Methylmalonic Acid Promotes Tumor Progression. Also die altersbedingte Akkumulation von dieser Methylmalonsäure, das ist so ein im sogenannten Krebszyklus, also in diesem Energiekreislauf, diese Methylmalonsäure, die sich da eben anhäuft, die promoviert dann die Entstehung und die Weiterentwicklung von Tumoren. Ist doch also erstaunlich, das sagt oder? Jetzt zum ersten Mal nicht der Probst, sondern das steht hier schwarz auf weiß. Da quatschen wir doch mal. Ich habe das auch immer so gelernt, es gibt keine Schlacken, es gibt höchstens Elektrolytemangel. So habe ich das immer gelernt. Und, ja, genau. Allerhöchstens. Allerhöchstens, ja, ein bisschen Übersäuerung, genau. Ja, ja. Na, ist sehr schön zu hören. Diese Folsäure, ist das B6? Die Folsäure, haben Sie jetzt immer wieder erwähnt, ist die Folsäure das B6-Vitamin? Nein, das ist das, das B12, das wäre B11 und B7, das sind diese, das ist Biotin. Das sind also zwei Geschwister. Vitamine, die dann eben diesen Kreislauf gerade im Krebszyklus eine Rolle spielen. Denn wenn ich jetzt eine Reaktion habe, dann verbraucht sich ja das Reagenz. Und das muss regeneriert werden. Und deswegen ist dann so eine Kette nachgeschaltet, auch das Vitamin B2 und das Vitamin B3 ist ja in den letzten Jahren auch ganz gewaltig in den Vordergrund gerückt. Das ist dieses Niacin. Deswegen ja auch dieser erhöhte Cholesterinspiegel. Das hängt alles miteinander zusammen. Und deswegen, wir brauchen uns jetzt nicht um die Details zu kümmern, wie das funktioniert, sondern wir müssen dem Körper nur die Rohmaterialien, also zum Beispiel die Vitamine, zur Verfügung stellen. Und den Rest macht dann der Körper. Das ist ja das Geniale daran. Aber die Grundlage ist tatsächlich, dass wir dem Körper die entsprechenden Rohmaterialien zur Verfügung stellen. Ich habe in Sachen Rohmaterialien schon so viele Fehler in meinem Leben gemacht. Da nehme ich zwar etwas mit gutem Gewissen und da plötzlich heißt es wieder, das kann der Körper gar nicht aufnehmen, weil kein Vitamin C dabei ist und. Wie ist das beim B12? Muss man da irgendwas achten? Gibt es da gutes B12, schlechtes B12? Was nimmt man da? Ja, das ist richtig. Es gibt ein schlechtes, was heißt schlechtes? Also, Sie können sich vorstellen, es gibt sofort verfügbare B12-Varianten und das wäre zum Beispiel Methylcobalamin, ja, das wäre sofort verfügbar als Vitamin und andere müssen umgebaut werden. Zum Beispiel, was normalerweise in den billigen Nahrungsergänzungsmitteln drin ist, das ist das Cyanocobalamin. Schon allein der Name Cyano, nicht, dass die Blausäure ist ja sehr verdächtig. Das muss dann erst umgebaut, abgespalten, entgiftet werden. Und dann haben wir eine biologisch verwertbare Vitamin B12-Form. Also die sollte vermieden werden. Und leider ein Großteil der B und B12-Präparate hat eben diese billige Form. Würde man nicht empfehlen, sondern es sollte eben das eben Adenosylcobalamin drin sein, was in unserem Präparat ist, was dann sofort umgesetzt und eben biologisch aktiv verstoffwechselt werden. Ganz, ganz wichtiger Hinweis gewesen von Ihnen. Denn sehr häufig sehe ich die Leute, sie suchen irgendwie ein Vitamin und googeln das bei Amazon oder so. Dann kriegen sie 30 Auswahlen und dann kauft man wahrscheinlich das günstigste. Es steht ja drauf, es ist der B12, aber es ist es eben nicht drin, sondern es ist eigentlich wirklich etwas gekauft, was überhaupt nicht das ist, was man eigentlich gerne haben möchte. Das ist der Unterschied, warum es teure Produkte gibt und günstigere. Absolut, genauso. Und dann vor allem auch die einzelnen B-Komponenten sollten aufeinander abgestimmt sein. Und was ich ja eben schon erwähnt habe, ich habe das ja auch irgendwo mir rausgeschrieben, diese ganzen Studien, die da zu diesem Thema der Überdosierung eben gekommen sind. Hier einmal von Braske, das war im Jahre 2017. Und dann eine sehr große Studie eben von dieser Offspring, von dieser Vital-Kohorte. Das war 2019.
Also es sind auch mit Tausenden von Probanden, konnte man nachweisen, also wenn mehr als 50 Mikrogramm Vitamin B12 in dem Präparat drin sind, ist es problematisch. Und deswegen hat ja auch das Deutsche Institut für Risikobewertung empfohlen, eine Aufnahme sollte nicht über 25 Mikrogramm pro Tag liegen. Mhm. Ein ganz wichtiger Punkt. Auch die EFSA, die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde in PISA, sagt auch, 25 Mikrogramm, mehr sollte nicht sein. Also man kann von beiden Seiten, wie gesagt, vom Pferd runterfallen. Mhm. Ganz wichtiger Gedanke auch. Jetzt haben Sie vorhin noch gesagt, das muss aber auch in der Zusammenstellung der Vitamine drin eine gewisse Zusammensetzung haben. Gibt es da irgendwelche Präparate, wo Sie sagen, dort stimmt diese Zusammensetzung nach Ihrem Wissen? Oder kann man da sich einfach blind vertrauen, wenn der Preis richtig ist und dieses richtige B12 drin ist? Also genau, das ist dieser ethische Ansatz, den wir eigentlich jetzt gerade auch bei der Firma Telomit verfolgen, dass eben nicht der Profit im Vordergrund steht, sondern die Gesundheit und die Handhabungssicherheit. Also dass auch langfristig, wenn die Menschen dieses Präparat nehmen, eben dadurch, dass jede Charge auch getestet wird, auf ihre die Toxizität zum Beispiel, sondern dass auch in der Gesamtkomposition die einzelnen Komponenten ineinander gut hineinpassen, ohne dass man in die eine oder in die andere Richtung zu wenig oder zu viel des Guten macht. Ganz herzlichen Dank. Ich möchte noch ganz kurz die letzten 2-3 Minuten dazu nutzen, Ihnen einfach auch mal noch Danke zu sagen für diese für mich unglaublich wertvollen Schätze, diese 3 Bücher, wo Sie da mal veröffentlicht haben, geschrieben haben, wo einfach die ganzen Naturgesetze, die Heilmittel der Natur so kompetent dargelegt wurden, dass es eigentlich müssten wir eine Vorlesung machen, Kapitel für Kapitel von Ihrem Buch hier in unserem Sender. Es wäre perfekt. Es würde so viel Wissen vermitteln. Vielleicht sollten wir da wirklich mal Kapitel für Kapitel angehen und miteinander darüber sprechen. Ja, man kann sehen, aber die Leute können auch das Buch jetzt mal als erste Hilfemaßnahme sozusagen nehmen. Nicht, weil es von mir ist, sondern weil hier wirklich, ich habe mich ja schon während des Studiums bemüht, eben so diese alten Schätze von den Alten eben zu übernehmen. Ja, und das ist ein ganz anderer Ansatz, denn heute, es muss ja immer differenzierter, immer ausgeklügelter sein, immer technologischer sein, anstatt dass wir uns selber besinnen, was kann ich machen? Und was kann ich für meine Gesundheit tun, und zwar ganz konkret, ohne von Hightech abzuhängen. Und das wäre einfach ein erster Hilfe, wäre eben die Supplementierung, zum Beispiel der verschiedenen Mikronährstoffen, was wir neulich ja besprochen hatten. Pilze und Algen. Oder eben jetzt zum Beispiel bei dem Vitamin B12 gerade, das ist ein kritischer Punkt, gerade für die Veganer. Denn da gibt es also unzählige Studien, und ich habe ja neulich auch schon darauf hingewiesen, wenn wir an die 7. Tagesadventisten denken. Die 7. Tagesadventisten, das ist so eine Glaubensgemeinschaft, die haben ihre eigene Prophetin, die Ellen White, die gesagt hat, Jesus habe ihr gesagt, wir sollen keine tierischen Produkte nehmen. Und wie gesagt, die Hälfte etwa der 7. Tagesadventisten, die machen das, was ihre Prophetin sagt, man sollte eben keine tierischen Produkte nehmen. Und die andere Hälfte, die ist normal, weil ja Jesus nichts gesagt hat zu der Ernährung. Und die etwa über 200 Studien in den letzten 40 Jahren zu diesem Thema erschienen sind. Also wirklich wissenschaftliche Primärliteratur. Also nicht so vom Hörensagen, der Propst hat die Meinung oder der sowieso. Nein, nein, was sagen wirklich anhand von Tausenden riesige Studien mit Millionen von, es gibt ja Millionen von Adventisten gerade in Nordamerika, die zeigen ganz eindeutig, also die Lebenserwartung ist einfach höher, wenn wir auf tierische Produkte verzichten. 13 Jahre ist eine ganze Menge. Also wenn Sie rauchen, haben Sie nur 7 Jahre Verkürzung. Aber wenn Sie aufhören auf tierische Produkte, dann haben Sie 13 Jahre schon mal gewonnen. Das ist also hochdramatisch. Auch alle Erkrankungen, also sei es Karies, sei es Rheuma, sei es Diabetes, das ist so dramatisch. Also insofern lohnt es sich, auf tierische Produkte zu verzichten. Und das einzige Kriterium, kann man sagen, wo ein Mangel auftreten könnte, wäre der Vitamin B12-Haushalt. Und das war ja die Motivation, warum wir uns jetzt entschlossen hatten, eben hier ein ethisches Präparat, ein Vitamin B12-Komplexpräparat auf den Markt zu bringen, was zertifiziert ist
und was eben den Menschen eine echte Wegweisung geben kann, dass die Grundlagen gelegt werden für die Gesundheit, auch auf diesem Gebiet. Ganz herzlichen Dank. Ich bin immer noch ein bisschen sprachlos über diese 13 Jahre. Das ist unglaublich viel. 13 Jahre längere Lebenserwartung, wenn man tatsächlich umstellt und tierische Ernährung verzichtet. Da sind Eier leider dabei, ja, da ist auch Käse. Vielleicht auch darf ich noch dazu sagen, ja, darf ich in dem Zusammenhang gleich darauf hinweisen. Eigentlich, darüber gibt es natürlich keine Studien oder zumindest sind mir die nicht bekannt. Aber was ich beobachten kann bei meinen Patienten, ich habe ja neulich schon erzählt, auch so diese Verjüngung, nicht die Haut wird hübscher und so weiter. Also wenn die Leute auf tierische Produkte verzichten, ich bekomme ja die Rückmeldung. Das ist so dramatisch, auch zum ersten Mal fangen wir an, uns für Spiritualität zu interessieren. Ja, sonst sind wir ja nur solche, wir essen und dann gehen wir halt auf die Toilette und entsorgen den Rest davon. Plötzlich haben wir eine ganz neue Dimension des Menschseins entdeckt. Und das ist das, was ich also von sehr vielen Menschen, sogar hier in Bolivien, immer wieder bekomme, dass sie zum ersten Mal das Gefühl haben, Ich bin ein Mensch, ich bin nicht nur ein Tier, ich bin nicht nur ein animalisches Wesen, sondern auch ein animaisches, also ein beseeltes Wesen. Das wäre eigentlich viel, viel wichtiger in meinen Augen. Und wer auf diese Entdeckungsreise gehen möchte, den kann ich da herzlich nur einladen und motivieren. Ja, ich glaube auch, das ist die Königsklasse. Irgendwann müssen wir alle mehr in die Spiritualität reinkommen, ins Bewusstsein reinkommen. Weil ich glaube, der Mensch ist halt viel mehr als nur Körper, oder? Das bin ich auch der Meinung. Lieber Herr Dr. Probst, die Sendezeit ist schon wieder durch. Ich freue mich darüber, dass wir in einem Monat wieder einen Termin miteinander haben und ich den Zuschauern weitere Interviews mit Ihnen darlegen, bringen, vermitteln darf. Das ist wirklich eine ganz große Geschichte, mit Ihnen reden zu dürfen. Tatsächlich. Ich möchte Ihnen ganz herzliches Danke sagen. Alles Gute nach Bolivien wünschen, auch Ihrem Weg dort, wo Sie ja tausende Menschen immer wieder ausbilden zu Heilpraktiker und Ärzten, so wie Sie einer sind, so ein ganzheitlich Denkender. Das ist die Revolution und da wächst ein Gesundheitswesen in Bolivien an. Da können wir bei uns hierzulande wahrscheinlich ein bisschen neidisch rüberschauen in gewissen Dingen. Stimmt schon, oder? Ja, hoffentlich. Alles Gute, danke herzlichst, bis bald. Wiedersehen, ja. Herr Dr. Probst. Danke, bis bald, auf Wiedersehen, danke. Und Ihnen auch, alles Gute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.